Have fun staying poor. Ein beliebtes Motto unter vielen Bitcoinern. Aber leider auch für immer mehr Menschen gelebte Realität. Wo genau ist der Staat, der die Armut bekämpfen sollte? Schließlich sind die Steuereinnahmen doch höher als jemals zuvor. Aber irgendwie scheint das Geld nicht dort anzukommen, wo es gebraucht wird. In diesem Video geht es um das Thema Steuern. Und um die Frage, ob das, was wir zahlen, wirklich den Effekt hat, den wir wollen. Wie viel Steuern zahlst du aktuell? Ich bin mir sicher, mehr als du denkst. Über die letzten 60 Jahre ist die Steuerbelastung immens gewachsen. Und trotzdem geht die Vermögensverteilung immer weiter auseinander. Brauchen wir vielleicht einfach noch mehr Steuern? Oder sind gerade die Steuern der Kern des Problems? Nach diesem Video wirst du erstaunt sein, wie viel Geld du wirklich abgibst. Ich zeige euch, was die Kollateralschäden sind und habe ein paar Ideen, wie wir aus dem Hamsterrad entkommen können. Viel Spaß! Und damit hi und herzlich willkommen beim heutigen Bit of Knowledge. Das Thema Steuern ist in Deutschland super komplex. Aus dem Grund starten wir erstmal sanft mit ein paar Statistiken. Das Mediangehalt liegt aktuell bei knapp 44.000 Euro brutto im Jahr. Bei diesem Gehalt verdient genau eine Hälfte der Deutschen mehr und die andere Hälfte weniger. Die Abgabenquote, also die Summe zwischen Steuern und Sozialabgaben, liegt bei 42%. Die ist, besonders durch die Sozialabgaben, in den letzten 50 Jahren extrem gewachsen. Aber auch die kalte Progression hat ziemlich zugelegt. Hier seht ihr das Wachstum in der Lohnsumme und daneben die Lohnsteuer, die deutlich stärker gewachsen ist. Das heißt im Prinzip, während die Löhne nominal gestiegen sind, sind die Steuerprogressionszonen nicht entsprechend mitgestiegen. Und dadurch sind die Leute in höheren Steuertarifen gelandet, ohne dass sie im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wirklich mehr verdient haben. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wie gesagt, es ist kompliziert. Zuerst mal können wir uns noch verschiedene Personengruppen anschauen. Nämlich Singles und Paare, sowie Männer und Frauen. Hier seht ihr die jeweiligen Gehaltskurven. Singles, die 3.000 Euro netto verdienen, gehören bereits in die oberen 15%. 7.000 netto verdienen die oberen 1%. Und bei Pärchen kann man die Zahlen ganz grob verdoppeln, was auch irgendwie Sinn macht. Was die Geschlechterverteilung angeht, ist allgemein bekannt, dass Männer tendenziell mehr verdienen. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Teilweise verhandeln Männer aggressiver, teilweise sind die Berufe einfach besser bezahlt und tendenziell bleiben Frauen für die eigenen Kinder einfach länger daheim, während die Männer weiterarbeiten und später in der Karriere einfach höhere Gehälter bekommen. Das sieht man besonders hier am erhöhten Anteil der Frauen ohne eigenes Einkommen. Und wie ihr sehen könnt, auch die Höhe des Nettoeinkommens ist etwas nach links verschoben. Und falls euch das Thema mehr interessiert, könnt ihr gerne einen Blick auf die verlinkten Statistiken werfen. Nachdem wir uns das angeschaut haben, können wir uns jetzt noch die regionalen Unterschiede innerhalb von Deutschland anschauen. Auf einen Blick sieht das Ganze so aus. Hier kann man schon ganz grob erkennen, dass man in den östlichen Bundesländern etwas weniger verdient und in den südlichen tendenziell etwas mehr. Die Unterschiede sind hier laut Statistik durchaus signifikant. Vom ersten bis zum letzten Platz hat man hier 30 Prozentpunkte Unterschied. So weit, so gut. Aber wann gilt man überhaupt als reich oder arm? Und hier ist man sich in der Definition auch nicht ganz einig. Ich habe mal ein paar Definitionen rausgesucht, basierend auf einem Single-Netto-Einkommen. Den Median haben wir schon kennengelernt. Bei ca. 2.700 Euro netto ist man genau in der Mitte. Das IFO-Institut verwendet die ganz klassischen Begriffe Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht. Laut ihnen fängt die Mittelschicht bei ca. 1.400 Euro netto an und geht bis ganz grob 2.500 Euro, was ja schon sehr viel Geld ist. Also hier ist man vom Einkommen her in den oberen 10%. Die Bundesregierung hat auch eine eigene Definition. Die ist ganz grob deckungsgleich, allerdings noch etwas feiner untergliedert. Und das Institut der deutschen Wirtschaft steuert die Mittelschicht sehr weit nach oben. Hier gilt man erst ab 4.500 Euro netto als relativ reich. Und das wären schon die oberen 5%. Die oberen 1% gehen übrigens, wie schon erwähnt, ab 7.200 Euro netto los. Und für Paare gelten wieder einmal ganz grob die doppelten Beträge. Für Paare mit Kinder circa das 2,3-fache. Und natürlich könnt ihr es auch noch für euren Fall je nach Bundesland anders gewichten. Fällt euch noch was auf? Wenn man die ärmere Hälfte nochmal unterteilt, dann sieht man, dass Unterschicht, armutsgefährdet und untere Mitte deutlich mehr sind als die Hälfte des unteren Medians. Oder anders gesagt, ein Drittel der Bevölkerung ist schon tendenziell im armutsgefährdeten Bereich. Das Ganze können wir durch die nächste Statistik noch viel deutlicher sehen. Dieser Graph hier kombiniert quasi die vorigen Statistiken. Und tatsächlich liegt hier ein Drittel der Bevölkerung bei den unteren Einkommen. Die sogenannte Mitte macht 63% aus und die Oberschicht ist nur ein verschwindend kleiner Teil von 8%. Die fängt bei ca. 45.000 Euro netto an und bei 86.000 Euro netto sind die 1% erreicht. Interessanterweise habe ich auch noch eine Umfrage gefunden zum Thema Nettoeinkommensreichtum. Die Leute wurden gefragt, ab welchem Einkommen würdest du dich als reich bezeichnen? Und interessanterweise hat mehr als die Hälfte der Leute mit Zahlen geantwortet, die erst ab dem Top 1% Einkommen erreicht sind.
Das heißt, zumindest laut dieser Umfrage definiert ein Großteil der Bevölkerung den Beginn der Oberschicht etwas anders als Bundesregierung und verschiedene Institute. Aber wieso geht das so weit auseinander? Sind die Leute einfach nur verblendet? Ich hätte eine andere Erklärung dafür. Und damit schwenken wir ganz vorsichtig in das eigentliche Thema dieses Videos. Nämlich das Thema Steuern, zuerst mal auf Arbeit. Als interessanter Sidefact war erst letztens im Juli der Steuerzahler-Gedenktag. Das ist der Tag, ab dem man rechnerisch erst für sich selbst arbeitet. Alles davor war quasi für Sozialabgaben und Steuern. Und der Bund der Steuerzahler hat das hier einmal aufgeschlüsselt. Von einem Euro gehen ca. 32 Cent in die Sozialabgaben und nochmal 21 Cent in die Steuern. Wobei hier noch einige indirekte Steuern mit drin sind. Also alles, was entweder vom Netto noch abgezogen wird oder alles, was noch an Konsumsteuern da ist oder einfach zum Leben notwendig ist. Also herzlichen Glückwunsch. Nachdem mehr als das halbe Jahr rum ist, arbeitest du jetzt für dich selbst. Irgendwie nicht so toll, oder? Als Arbeiter muss man wirklich einen großen Teil der Steuerlast in diesem Land tragen. Das Ganze sieht für Unternehmen wesentlich besser aus. Oder auch nicht. Tatsächlich sind die Unternehmen nicht besser daran. Hier ist nur mal eine Auswahl an Steuern, die Unternehmen zahlen müssen, je nachdem in was sie arbeiten. Hierbei kann man direkt sehen, wie die gierigen Unternehmen die Inflation befeuern. Kleiner Scherz. Tatsächlich haben die Unternehmen auch keine Wahl. Wenn sie diese Steuern alle selbst tragen, gehen sie irgendwann pleite. Die Konsequenz ist, Unternehmenssteuern sind letzten Endes Verbrauchersteuern. Das heißt, wenn euch Politiker erzählen, sie wollen nur die Unternehmen besteuern, euch trifft das nicht, das ist alles gelogen. Jede Unternehmenssteuer geht de facto irgendwann in die Produkte über. Tatsächlich stören diese Steuern an vielen Stellen die wirtschaftliche Effizienz. Man kann die Preise natürlich auch nicht unendlich weitergeben. Das heißt, ähnlich wie bei Inflation und Shrinkflation können wir bei Steuererhöhungen auch mit einer gewissen Produktverschlechterung rechnen. Und nachdem ein Teil der Produktivität durch Steuern abgeschöpft wird, fehlen diese Gelder natürlich auch langfristig im Unternehmen, was zu mangelnden Investitionen führt. Insbesondere in internationaler Konkurrenz ist das ein Problem. Was die westlich orientierten Industrieländer angeht, liegen wir schon auf Platz 2 der Steuerbelastung. Übrigens bleibt auch ein Großteil der Steuern nicht dort, wo er eingesammelt wird. Das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, wieso die Steuern gefühlt immer weniger akzeptiert werden. Hier seht ihr ein paar Beispiele. Deutschland hat wirklich extrem viele Steuern. Und vor allem bei den Kommunen landen nur die Brotkrumen. Der allergrößte Teil geht jeweils zur Hälfte an die Länder und an den Bund. Mittlerweile kann auch die EU eigene Steuern erlassen. Allerdings werden die vom Bund eingetrieben und weitergeleitet. Wir sehen also, wenn Deutschland eine Sache im Überfluss hat, sind es wohl Steuern. Allerdings können wir auf Individualebene noch eine Betrachtung machen. Denn die spannende Frage ist ja, was ist der tatsächliche Steuersatz für meine Arbeit? Fangen wir mal mit der Zahl an, die du von deiner Gehaltsabrechnung kennst. Das sogenannte Arbeitnehmerbrutto. Was hier weggeht, sind Kirchen- und Lohnsteuer sowie der Arbeitnehmeranteil der Sozialabgaben. Das Arbeitnehmernetto bekommst du dann ausgezahlt. Aber hier sind wir ja noch lange nicht fertig. Auf dein versteuertes Einkommen werden natürlich nochmal Steuern fällig. Zumindest wenn du den Anspruch hast zu überleben. Das heißt Essen, Wohnen, Kfz, Gesundheit sowie indirekte Steuern wie der Rundfunkbeitrag sind auf jeden Fall drin. Und dann haben wir noch quasi nicht quantifizierbare Dinge wie zum Beispiel Inflation und Unternehmenssteuern auf Produkte, die einfach weitergegeben werden. Und wenn wir versuchen, das alles ganz grob rauszuziehen, landen wir von 3.500 Euro brutto bei ca. 1.670 Euro netto. Wichtig zu verstehen ist, das hier ist der reine Wert an Waren und Dienstleistungen, der euch bleibt, wenn man die Steuern abzieht. Das sind also schon mal ganz grob ein bisschen weniger als die Hälfte vom Arbeitnehmerbrutto. Und hier sind wir auch deckungsgleich mit Folie 6 mit der Berechnung vom Bund der Steuerzahler. Es wird euch aber freuen zu hören, dass wir hier noch gar nicht fertig sind. Denn von eurem Brutto wird bereits Geld abgezogen, ohne dass ihr es merkt. Hier hätten wir nämlich nochmal die Sozialversicherungsbeiträge, den sogenannten Arbeitgeberanteil, sowie diverse andere Abgaben, die einfach mit dem Arbeitsplatz zusammenhängen. Das sind zum Beispiel Berufsgenossenschaftsanteile sowie diverse Versicherungen. Das hier ist eigentlich euer wahres Gehalt. Und davon bleiben euch nach allen Abzügen, jetzt mal rein in Kaufkraft gerechnet, noch 35%. Und vielleicht sagt der ein oder andere im Moment, das stimmt nicht, diese Sachen zahlt doch der Arbeitgeber. Aber tatsächlich ist das leider nicht so. Wenn der Arbeitgeber euch für ein Gehalt von 3.500 Euro einstellt, kostet ihn das 4.700 Euro. Das heißt, diese 4.700 Euro müsst ihr erwirtschaften, auch wenn euch am Ende in reiner Kaufkraft gemessen nach allen Abzügen nur ein Netto von 1.670 Euro bleibt. Und hier müsst ihr auch verstehen, dass alle Abgaben, die Politiker vorschlagen, letzten Endes von eurem Gehalt weggehen. Das ist natürlich viel weniger populär, als wenn man sagt, keine Sorge, das zahlen alles nur die Unternehmen. Aber diese ganzen Kosten treffen letzten Endes eure Möglichkeit, ein hohes Gehalt zu verhandeln. Jede Abgabe, von der versprochen wird, dass sie nur die anderen trifft, ist gelogen. Und auch hier sind wir eigentlich noch nicht fertig. Denn auf unternehmerischer Seite gibt es auch noch einen Kreislauf. Schließlich muss auch der Unternehmer auf alles Steuern zahlen, was er einkauft und was er wieder verkauft. Das heißt, die eigentlichen Kosten, dass sich ein Arbeitsplatz überhaupt lohnt, sind noch viel, viel höher. Aber zuerst schauen wir uns mal die Arbeitnehmersituation komplett an.
Die Statistik dazu, wer alles Spitzensteuersatz zahlt, ist nämlich absolut mindblowing. Und bevor ich dazu komme, wollte ich von euch gerne wissen, was ihr denkt. Welcher Anteil der Deutschen zahlt Spitzensteuersatz? Und wie hoch war der Anteil noch vor 20, 40 und 60 Jahren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr schon wisst, dass dieses Video auf Bitcoin als Lösung hinausläuft, könnt ihr euch auch gleich noch die Coinfinity App anschauen. Dort habt ihr nicht nur eure eigene Wallet, Lightning Support sowie eine Sparplanfunktion, sondern ihr könnt auch noch mit der Smashbuy-Funktion den aktuellen Bitcoin-Preis einloggen. Das heißt, ihr könnt jeden Dip instant kaufen, ohne auf die Überweisung warten zu müssen. Wenn ihr euch anmeldet, kommt ihr mit dem Code BITS an die günstigsten Gebühren. Außerdem unterstützt ihr natürlich den Kanal. Vielen Dank schon mal. Und jetzt geht's weiter. Viele von euch werden diese Grafik wahrscheinlich kennen. In Deutschland haben wir beim Einkommen eine Steuerprogression. Das heißt, je mehr man verdient, umso mehr Steuern zahlt man. Die fünf Tarifzonen liegen für 2024 in diesen Bereichen. Ab rund 65.000 Euro zahlt man den Spitzensteuersatz von 42%. Allerdings sozusagen nur für jeden weiteren Euro, der in dieser Tarifzone liegt. Und natürlich kommen die Sozialabgaben noch oben drauf. So weit, so gut. Also zahlen wirklich nur Gutverdiener den höchsten Steuersatz. Könnte man zumindest meinen. Legen wir doch mal die Definition der Einkommenszonen aus Folie 4 drüber. Und das ist schon ziemlich ernüchternd, oder? Hier sieht man, dass ein großer Teil der sogenannten Mittelschicht bereits Spitzensteuersatz zahlt. Und nicht nur das. Einkommensteuerbefreit sind nur wirklich die Ärmsten der Armen. Wenn man lediglich 17.000 Euro verdient, also nach allen diesen Metriken als arm gilt, muss man davon nochmal 5.000 Euro an die Versicherungen zahlen. Und auf der anderen Seite kann man dann wieder Grundsicherung beantragen, weil das Geld hinten und vorne nicht reicht. Und natürlich sind diese Beiträge lange nicht ausreichend, um im Alter irgendeine sinnvolle Rente zu bekommen. Das heißt, irgendwie beißt sich die Katze mit diesen Abgaben selbst in den Schwanz. Und wie ihr schon in der ersten Folie gesehen habt, das, was die letzten 40 Jahre hauptsächlich gestiegen ist, sind die Sozialbeiträge. Und dadurch müssen die Leute, denen es besonders schlecht geht, nochmal mehr abgeben. Selbst wenn sie eigentlich von der Einkommensteuer verschont bleiben. Aber auch für die Mittelschicht sieht es nicht besser aus. Und das wird in dieser Grafik deutlich. Vor allem seit der Jahrtausendwende ist die Anzahl der Spitzensteuersatzzahler extrem explodiert. Und nicht nur das. Auch der Abstand zum Durchschnittsgehalt ist extrem gesunken. 1964 musstest du das 13-fache vom Durchschnittslohn verdienen, um Spitzensteuersatz zu zahlen. Das dürfte damals nur so 0,1% der Bevölkerung gewesen sein. 20 Jahre später hat der Spitzensteuersatz schon deutlich früher gegriffen. Beim knapp 3,8-fachen vom Durchschnittsgehalt. Entsprechend ist auch die Anzahl der Zahler gestiegen. 2004 haben dann schon 8,2% der Bevölkerung den Spitzensteuersatz bezahlt. Und heute sind wir mittlerweile bei 11%. Außerdem zahlst du diesen hohen Steuersatz bereits beim 1,5-fachen vom Durchschnittsgehalt. Das heißt, die Steuereinnahmen sind eigentlich explodiert. Und trotzdem scheint niemand durch die Steuereinnahmen wirklich reicher zu werden. Außer vielleicht die Politiker. Das heißt, die Frage, wo das Geld hingeht und was das Ganze wirklich bringt, ist durchaus berechtigt. Abgesehen davon, wie viel die Bevölkerung mehr abgibt im Vergleich zu früher, gibt es aber auch noch weitere Kosten, die gar nicht sichtbar sind. Wir reden hier von expliziten und impliziten Kosten von Steuern. Explizit sind direkte Auswirkungen und implizit sind sozusagen die Opportunitätskosten auf andere Bereiche der Gesellschaft. Zu den Kosten gehört zum Beispiel, dass Standard zum Luxus wird. Das heißt, Dinge werden so sehr verteuert, dass nur noch ein Teil der Bevölkerung Zugriff darauf hat. Das wiederum führt implizit zur gesellschaftlichen Spaltung. Dann kommen Neiddebatten auf und ironischerweise Forderungen nach weiteren Steuern. Die Tatsache, dass Dinge zu Luxus werden, macht sie natürlich auch weniger lohnend. Wenn durch Steuern sich weniger Leute ein Produkt leisten können, sinkt offensichtlich die Marge. Das heißt, im Unternehmen landet weniger Geld, es kann nicht investiert werden und so weiter. Natürlich gibt es auch teilweise ganz offiziell auch ideologische Steuern. Zum Beispiel sollen die Leute eine bestimmte Art von Fortbewegung nicht mehr nutzen, oder man möchte eine bestimmte Art Energiegewinnung loswerden, oder man sagt, der Westen von Deutschland soll eine Zusatzsteuer zahlen, um den Osten wieder aufzubauen. Tatsache ist aber, diese Steuern haben keine Zweckbindung und deswegen gehen sie auch nie mehr weg. Manche Steuern sind sogar noch aus 1905. Der Solidaritätszuschlag wurde zwar etwas eingeschränkt, aber die Vermögenssteuer zum Beispiel ist nur ausgesetzt. Die müsste man gar nicht neu beschließen, man könnte sie einfach wieder aktivieren. Als Folge daraus sehen wir natürlich auch höchst politisierte Preise. Also zum Beispiel Zölle, Sanktionen, Sondersteuern und so weiter. Indirekt führt das natürlich auch langfristig zu einem Standortnachteil. Ebenfalls langfristig akkumulieren sich auch diese Ineffizienzen. Das heißt, Lieferketten werden teurer, auch international. Und Unternehmen können die Preise entsprechend nicht mehr halten. Verbunden mit dem Abstieg im internationalen Vergleich. Und eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist der Unternehmensaufwand für die ganzen Steuergesetze. Es müssen Unmengen an Stellen geschaffen werden, nur um das ganze Zeug zu befolgen. Und das belastet nicht nur Unternehmen, sondern auch den Steuerzahler. Denn auch im staatlichen Apparat müssen die gleichen Stellen in Form von Beamten entstehen. Schon ziemlich verrückt eigentlich. Noch deutlicher wird es, wenn wir uns mal die unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft anschauen.
Hier können wir verschiedene Kreisläufe beobachten, die ökonomisch miteinander interagieren. Zum Beispiel sehen wir makroskopisch, dass Ressourcen, Dienstleistungen und Investitionen miteinander interagieren. Das sind quasi die Strömungen von allen Dingen, Geld und Humankapital, das in der Gesellschaft existiert. Wenn ich jetzt eine Firma aufmachen möchte, kann ich mich daraus bedienen. Das heißt, ich kann Ressourcen einkaufen und Menschen für ihre Arbeit bezahlen, um etwas herzustellen. Im Optimalfall bedient die Firma eine Nachfrage. Das nehmen wir jetzt einfach mal an. Dann gliedert sie sich in den restlichen Kreislauf ein und es entsteht ein Mehrwert. Und alle Beschäftigten, so wie ich selbst, gehen mit einem gewissen Lohn nach Hause. Dort entsteht dann ein Kreislauf aus Überleben, Vorsorge und Konsum. Um diesen Kreislauf zu befriedigen, kann ich wieder mit dem Rest des Netzwerks interagieren. Und so schaffen wir im Optimalfall Mehrwert für alle. Das Ganze funktioniert an sich eigentlich sehr gut. Allerdings kommen noch Steuern ins Spiel. Wo genau denkt ihr, fallen die an? Richtig, so gut wie überall. Egal, ob es Einkommen, Konsum oder Produktivität ist. Praktisch jede Form von Wertaustausch wird besteuert. Selbst auf dein Überleben werden Steuern erhoben. Das heißt, ein Teil deiner Lebenszeit geht nur dafür drauf, um Steuern zu erwirtschaften. Und bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch noch. Allerdings haben wir bereits schon sehr hohe Steuern. Und der Punkt, ab dem es für einzelne Leute und Firmen nicht mehr funktioniert, wird immer deutlicher. Allerdings vertreten manche die Meinung, Steuern sind dem Unternehmen egal, die werden einfach durchgereicht. Und ja, in der Theorie kann man so argumentieren. Denn wie wir schon gelernt haben, werden alle Steuern irgendwann auf die Verkaufspreise umgelegt. Das müssen Unternehmen machen, weil sie ansonsten irgendwann pleite gehen würden. Aber auch hier kann man das Ganze nicht isoliert betrachten. Die tatsächlichen Kosten werden erst deutlich, wenn wir den gesamten Kreislauf anschauen. Nehmen wir dazu mal folgendes Beispiel an. Ich stelle jemanden ein, um etwas herzustellen. Die Person bekommt von mir 3.500 Euro brutto pro Monat. Zusätzlich zum Angestellten muss ich auch noch Rohstoffe einkaufen und Maschinen laufen lassen, damit die Person überhaupt arbeiten kann. Hier nehmen wir mal 1.000 Euro Energiekosten an und 1.500 Euro Kosten für die Rohstoffe. Daraus hergestellt werden können 2.000 Einheiten von meinem Produkt. Das heißt, ich habe 6.000 Euro Kosten, was einem Kostenpreis pro Stück von 3 Euro entspricht. Zusätzlich möchte ich noch Gewinn machen. Ich muss mein eigenes Gehalt noch bezahlen und vielleicht habe ich auch noch Kredite. In diesem Fall schlage ich noch 50% auf den Kaufpreis drauf. Mein Produkt steht dann für 4 Euro im Laden. Um lediglich diese Kosten zu decken, muss ich also 1.500 Einheiten auf jeden Fall verkaufen. Auf der Konsumentenseite sagen wir einfach mal, ich erreiche 400 potenzielle Käufer. Die brauchen mein Produkt natürlich nicht endlos. Im Schnitt geben sie im Monat 25 Euro dafür aus. Mehr wollen oder können sie schlichtweg nicht dafür ausgeben. Da mein Produkt so gut überzeugen kann, werden alle Einheiten davon verkauft. Am Ende bleiben mir 4.000 Euro Gewinn. So weit, so gut. Allerdings sieht die Realität ja leider anders aus. Denn wir haben ja gelernt, Steuern werden auf so ziemlich alles erhoben, was man tut. Allein die Abgaben für den Arbeitnehmer machen das Ganze schon deutlich teurer. Was die restlichen Produktionskosten angeht, rechnen wir mal mit zwei Fällen. Nur um euch besser zu zeigen, welchen Effekt Steuern haben. In Fall A zahlen wir mal nur 5% Stromsteuer auf die Energie und 5% weitere Steuern auf die Rohstoffe. Das Ganze ist sehr konservativ gerechnet. In der Realität machen zum Beispiel die Abgaben auf den Strom fast 50% des Preises aus. Aber es ist nur mal ein Rechenbeispiel. Wenn wir unser Produkt verkaufen, kommen noch 7% Umsatzsteuer mit drauf. Und ich habe pauschal mal mit 5% weiteren Steuern gerechnet. Da könnt ihr euch irgendeine Steuer aussuchen, wir haben ja genug. Irgendeine davon wird mindestens noch anfallen. Sei es für Gewerbe, Miete oder irgendeine bestimmte Branche. Das heißt, hierdurch steigen die Produktionskosten schon mal immens. In diesem Beispiel halten wir mal die Marge. Und nehmen mal an, dass die Leute immer noch bereit sind, mehr Geld für das Produkt zu zahlen. Sie können sich jetzt deutlich weniger Einheiten leisten. Es werden nicht mehr alle verkauft, aber an sich erreiche ich noch alle in der Nische. Mein Gewinn ist zwar geschrumpft, aber wenn es gut geht, reicht es, um weiterzumachen. Allerdings dürfte es mit Gehaltserhöhungen in der nächsten Zeit nicht so gut ausschauen. Schauen wir uns jetzt mal Fall B an. Der ist schon deutlich realistischer. Der Strompreis ist 40% teurer. Und auf alles, was ich an Rohstoffen noch national oder international einkaufe, sind durch Steuern nochmal 30% teurer als eigentlich. Außerdem liegt die Umsatzsteuer bei 19% und 15% können wir pauschal rechnen, für alle Steuern, die noch irgendwie in diesem Prozess passieren. Das Produkt ist jetzt wirklich schon extrem teuer geworden. Ich probiere es aber trotzdem mal. Im besten Fall erreiche ich immer noch meine gesamte Zielgruppe. Aber realistisch ist ehrlich gesagt, dass ich gar nicht mehr alle erreiche. Im Optimalfall kann ich die gesamte Zielgruppe ausschöpfen und lande trotzdem mit einem Verlust von 787 Euro. Die einzige Chance, die mir bleibt, ist meine Marge zu senken, in der Hoffnung, dass ich durch günstigere Preise vielleicht noch etwas mehr Leute erreiche. Allerdings kann man dieses Spiel natürlich auch nicht endlos spielen. Aber eigentlich ist es total komisch, oder? Schließlich kann man einfach alle Steuern weitergeben. Zumindest behaupten das einige auf Twitter. Und was eben hier nicht verstanden wurde ist,
nur weil man alle Steuern, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer, in Theorie weitergeben kann, heißt das nicht, dass der Konsument auch entsprechend mehr Geld in der Tasche hat. Vor allem, weil er ja selbst auch noch Unmengen an anderen Steuern zahlt. Dieses Beispiel soll zeigen, dass Steuern ab einem gewissen Punkt Unternehmen unrentabel machen. Sie verteuern nicht nur letzten Endes den Verkauf, sondern auch die Produktion. Man kann nicht so tun, als wären diese Steuern dem Unternehmen egal. Sie wirken sich ganz eindeutig auf den Konsum und damit auf den Umsatz aus. Das sind die impliziten Kosten, über die wir schon gesprochen haben. Und ich hoffe, damit versteht es wirklich jeder. Jetzt ist also die Frage, gut, wenn es so einfach ist, wieso nicht alle Steuern abschaffen? Und ich möchte das Ganze auch nicht einseitig darstellen. Deswegen habe ich mir mal ein paar Pro- und Kontra-Argumente geschnappt und sie von verschiedenen Seiten betrachtet. Zuerst mal auf der Pro-Steuern-Seite hätten wir den Klassiker. Straßen, Schulen, Rente, Krankenversicherung, Feuerwehr und so weiter. Also im Prinzip Angebote, die sich alle teilen. Und hier kann man ganz eindeutig sagen, diese Sachen gehen auch privat. Zum Beispiel sind die Autobahnen in Italien privat organisiert. Und genauso gibt es zum Beispiel Privatschulen und private Krankenversicherungen. Oft sogar mit viel besseren Leistungen. Es gibt also durchaus Beispiele, wo das funktionieren könnte. Das nächste Argument ist, alle haben eine Leistung. Und das stimmt auf jeden Fall. Auch Leute, die sich die Leistung eigentlich nicht leisten können, haben Zugriff darauf. Der Nachteil ist allerdings, und das merken wir aktuell sehr stark, alle teilen sich das Minimum. Dadurch, dass die direkten Kosten pro Arztbesuch fehlen, ist der Anreiz natürlich da, wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt zu gehen. Diese Kosten strapazieren das System und die Leistung wird für alle immer schlechter. Das nächste Argument auf der Pro-Steuerseite ist Forschung und Entwicklung. Großprojekte, Studien, soziale Sicherheit und Gesetzgebung haben kein wirtschaftliches Interesse. Entsprechend gibt es keinen Anreiz, diese Sachen privat zu finanzieren. So zumindest das Argument. Und tatsächlich gibt es aktuell wenig Beispiele dafür, wo zum Beispiel Gesetzgebung und Polizei privat finanziert sind. Allerdings könnte man die mangelnde Wirtschaftlichkeit bei diesen Sachen auch als Problem sehen. Tendenziell kommen mit diesen Sachen nämlich immer höher steigende Kosten, neue Behörden, sinnlose Ergebnisse, Verschleiß und so weiter. Und das beinhaltet natürlich auch menschlichen Verschleiß. Die Leute, die die sogenannten Bullshit-Jobs beim Staat machen, könnten in der freien Wirtschaft viel sinnvollere Sachen erledigen. Deswegen schauen wir uns doch mal die Argumente an, die gegen Steuern sprechen. Das offensichtlichste wäre, Bruttokosten sind gleich Nettokosten. Das heißt, jeder innerhalb des Wirtschaftskreislaufs kann genau kalkulieren. Angestellte wissen, was sie verdienen und Unternehmen können Produkte zu dem Preis einkaufen und anbieten, was es wirklich kostet. Die Kehrseite ist, es gibt keine automatische Krankenversicherung, keine kostenlosen Schulen, möglicherweise Straßenmaut und auch persönliche Sicherheit muss selbst finanziert werden. Das heißt, diese Leistungen wären in der heutigen Form vermutlich nicht mehr für alle finanzierbar. Ein weiterer Vorteil ist, Arbeit wäre direkt austauschbar. Heute zum Beispiel dürfen wir nicht in großem Umfang Arbeitsleistung austauschen, ohne dafür eine Rechnung zu schreiben. Das wäre ab irgendeinem Punkt Schwarzarbeit. Allerdings entsteht das Problem von Schwarzarbeit ja rein durch Steuern. Ohne Steuern könnte ich dich entweder direkt für einen Gefallen bezahlen oder dir direkt einen gleichwertigen Gefallen tun. Es wäre nicht nur so, dass man sich gegenseitig besser helfen könnte mit den eigenen Fähigkeiten, sondern würde auch viel mehr bekommen für das, was man tut. Auch aus sozialer Sicht ist das ein starkes Argument. Der Nachteil ist, ohne die Fähigkeit selbst Leistung zu bringen, hast du eher schlechte Karten. In der Realität kann nicht jeder das Gleiche leisten. Heutzutage werden solche Notfälle vom Staat aufgefangen. Allerdings, wie man weiß, ist das System auch nicht fehlerfrei. Dennoch bleibt die Frage, ob und wie man Leute in einem System ohne Steuern irgendwie auffangen sollte, zum Beispiel nach einem Unfall. Das dritte Argument, das ich mir aufgeschrieben habe, ist, produktiv sein lohnt sich wieder. Wir haben heute schon bei eher schlecht bezahlten Jobs die Diskussion, ob es sich überhaupt lohnt zu arbeiten oder lieber Bürgergeld zu beziehen. Das liegt natürlich nicht zuletzt auch an den Steuern. Wie wir gesehen haben, sind die auch bei geringen Einkommen schon relativ hoch. Und die Frage, ab wann es sich lohnt, 8 Stunden zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten und dafür nur etwas weniger Geld zu haben, ist auch ganz logisch, denn die Anreize sind einfach so gesetzt. Und in einem System ohne Steuern wird der Abstand zwischen Arbeitenden und Nichtarbeitenden wahrscheinlich deutlich höher. Solche Systeme wie Grundsicherung, Grundrente und so weiter sind wahrscheinlich gar nicht finanzierbar. Was aber auch dazu führen könnte, dass die Vermögensungleichheit noch stärker wird. Denn eigentlich sind diese Systeme ja dafür gedacht, jemanden aufzufangen, der Probleme hat und ihm dann wieder auf die Beine zu helfen. Wenn sowas wegfällt, könnte es sein, dass die Leute über Generationen nicht aus dieser Armut kommen. Und am anderen Ende vom Spektrum sehen wir sehr extreme Gehälter. Und auch das könnte komplett ohne Steuern zu mehr Vermögensungleichheit führen. Damit hätten wir ein paar Pro- und Kontra-Argumente zusammen. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich wollte das gar nicht zu sehr bewerten. Das Ganze ist ja auch kein Schwarz- und Weiß-Thema. Man könnte sich durchaus darauf einigen, zum Beispiel kommunal, bestimmte Steuern zu erheben. Die könnten zum Beispiel für ganz grundlegende Dinge, die lokal vorhanden sind, eingesetzt werden. Also Krankenhäuser, Polizei, Gerichte, Straßenverkehr, was auch immer. Und wenn mir das zu teuer ist und ich der Meinung bin, ich brauche diese Sachen nicht, kann ich in eine andere Stadt ziehen. Das Problem am heutigen System ist, dass wir quasi alle keine Wahl haben.
Wir zahlen schon sehr hohe Steuern und dafür bekommen wir einen Mischmasch aus Leistungen. Ob sich die jetzt lohnen oder kosteneffizient sind, kann man gar nicht wirklich sagen. Und deswegen soll diese Folie einfach mal zum Denken anregen, egal auf welcher Seite du vielleicht stehst. Nun bleibt aber dennoch die spannende Frage, have fun staying poor? Diese ganzen theoretischen Überlegungen helfen uns nämlich akut nicht weiter. Wir haben nämlich noch ein paar weitere Probleme. Vermögenspreisen sind nämlich die Steuern komplett egal. In einem inflationären Geldsystem werden die nämlich so oder so teurer. Allerdings hauen Steuern hier nochmal extra drauf, weil die ja prozentual sind auf den Vermögenswert. Das heißt, auch die Steuern sind im Endeffekt inflationsgetrieben. Und nicht nur bei Vermögenswerten sind die ja prozentual, sondern überall. Das wiederum führt dazu, dass die Ärmsten am härtesten getroffen werden. Wenn die Lebensmittelpreise extrem steigen, so wie zum Beispiel in den letzten Jahren, dann steigt zum Beispiel der Steueranteil im Brotpreis von 1 Euro auf 1,20 Euro. Und zwar einfach nur, weil das Brot selber ja auch schon teurer geworden ist. Inflation und Steuerbelastung befeuert sich gegenseitig. Und wie wir schon gelernt haben, Steuern sind eine Einbahnstraße. Wenn sie einmal eingeführt sind, gehen sie nicht mehr weg. Zwar gibt es vor allem in Wahljahren gewisse Fluktuationen nach unten, aber das sind meistens nur Versuche, sich Wählerstimmen zu kaufen. Über lange Zeiträume betrachtet, geht die Abgabenquote immer weiter hoch. Wir sehen also vermutlich keine Trendwende bei diesen Sachen. Allerdings können wir aus den gelernten Sachen eine ganz grobe Prognose treffen, wie es weitergehen könnte. Hier ein paar Schätzungen, wie es in 20 Jahren aussehen könnte. Der Anteil an Spitzensteuersatzzahlern ist heute schon 34% höher als noch 2004. Aktuell zahlen ihn 11% der Bevölkerung. Bis 2044 könnten es dank kalter Progression bis zu 15% sein. Bei der Sozialabgabenquote wird ganz offiziell prognostiziert, dass sie um weitere 17% steigen könnte im Vergleich zu heute. Dann geben wir allein vom offiziellen Brutto schon mehr als 50% ab. Und natürlich sind wir noch lange nicht fertig. Auch das Rentenniveau soll sinken, was quasi auch eine Steuererhöhung ist. Es soll um weitere 4% fallen, von heute 46% auf 44,2%. Und da sind die Eintrittsaltererhöhungen noch gar nicht beachtet. Die Politiker reden ja schon heute von einem Eintrittsalter von 70 Jahren. Und dass selbst das bis 2044 hält, bezweifle ich stark. Wie verändert sich also vermutlich die Differenz zwischen dem echten Brutto und dem echten Netto? Links sehen wir das heutige Verhältnis und 2044 sieht es wahrscheinlich irgendwie so aus. Statt einem Drittel bleibt noch gut ein Fünftel in der eigenen Tasche. Die Sozialabgabenerhöhung ist mehr oder weniger die offizielle Position. Und die Steuern habe ich ganz grob überschlagen. Also Erhöhung von der Renteneintrittsalter, kalte Progression und weitere Steuern, die man sich über die nächsten 20 Jahre garantiert einfallen lässt. Es gibt auch noch weitere Faktoren, die wir nicht betrachtet haben, weil sie einfach den Rahmen sprengen würden. Dazu gehört zum Beispiel der bis 2030 schon starke Abgabenanstieg durch die Rente der Babyboomer. Die Tatsache, dass wir uns wahrscheinlich die nächsten Jahre in einem starken inflationären Umfeld befinden, einhergehend mit starker Entwertung der nominalen Sparguthaben, was im Prinzip de facto Rentenkürzungen um wahrscheinlich 50-80% bedeutet. Insbesondere bei kritischen Bereichen, zum Beispiel bei Ärzten, ist die Demografie auch nicht besser. Bis 2040 rechnet man mit netto deutlich weniger Ärzten, während die Anzahl der älteren, kränkeren Menschen eher steigt. Und das lässt sich selbst mit Beitragserhöhungen nicht wirklich lösen. Wahrscheinlich ist die Konsequenz, dass die Leistungen weiter gekürzt werden müssen. Jo, also ziemlich ernüchternde Aussichten, oder? Es gibt aber dennoch einen Lichtblick am Horizont, nämlich Bitcoin. Wir kommen aus diesen demografischen Problemen nicht wirklich raus. Allerdings können wir uns schon zu einem gewissen Grad davor schützen, dass der Staat diese Sachen über Inflation und Steuern auf uns umwälzt. Bitcoin hat eine Vielzahl an Eigenschaften, die dazu führen, dass man aus dieser Abhängigkeit herauskommt. Er ist für jeden zugänglich, egal wie reich du bist. Und im Notfall kannst du damit auch flüchten. Dank seiner Eigenschaften bietet er außerdem einen guten Inflationsschutz über lange Zeit. Und noch ein netter Nebeneffekt, Bitcoin diszipliniert die Gesellschaft. Für die Politik ist es sehr einfach, bestimmte Gesellschaftsgruppen bei einem Notfall gegeneinander auszuspielen. So nach dem Motto, die Reichen sind die Krisengewinner, deswegen braucht es einen Lastenausgleich und jedes Haus wird jetzt mit 20% von seinem Wert belastet. Nur mal als Beispiel. Das Haus kannst du nicht wirklich mitnehmen. Zusätzlich kann man dir den Strom abdrehen, wenn du nicht zahlst. Oder dir das Haus einfach wegnehmen. Bei Bitcoin ist es viel, viel schwieriger, die Gesellschaft gegeneinander auszuspielen. Denn wenn es ungemütlich wird, können Bitcoiner viel leichter das Land verlassen. Und dann hast du als Staat nicht nur kein Geld und deine Sündenböcke verloren, du hast auch massiv Kapital aus dem Land getrieben. Das heißt, der Anreiz, anstatt zu hetzen, sich anständig mit den Leuten zu einigen, ist viel, viel höher. Und auch das Thema Steuerverschwendung wäre mit Bitcoin nicht mehr so einfach. Nicht nur wegen der Transparenz. Es wäre auch viel, viel schmerzhafter, wenn Bitcoin verschwendet werden. So wie zum Beispiel der Verkauf der 50.000 Bitcoin, die mal im deutschen Besitz waren. Die wird Deutschland wahrscheinlich nie wieder zurückbekommen. Und diese Dinge werden zu Recht an den Pranger gestellt. Bitcoin sorgt also wieder für mehr Balance of Power. Die Ausgaben der Regierung müssten viel, viel mehr Nutzen haben und sich viel, viel stärker rechtfertigen.
Auch die Forderungen nach Rücktritten bei schlechten Entscheidungen werden wahrscheinlich viel, viel lauter, weil es einfach viel mehr wehtut, wenn Geld verschwendet wird. Und das ist der letzte Punkt, auch Steuern werden schmerzhafter. Weil das Geld an sich viel wertvoller wäre, wäre es nicht mehr so einfach, die Willkürlichkeit und schiere Masse der Steuern aufrechtzuerhalten. Man würde sich viel bewusster fragen, was habe ich jetzt davon, dass zum Beispiel eine Grundsteuer erhoben wird oder eine Glücksspielsteuer oder eine Weinausschanksteuer. Diese ganzen komischen Steuern würde man viel bewusster im Geldbeutel merken. Es braucht natürlich trotzdem noch jemanden, der sie thematisiert, aber wahrscheinlich wären viel mehr Leute viel, viel kritischer mit diesen Themen. Das Ganze ist also eine echte Chance. Allerdings können wir uns auch heute schon mit Bitcoin die Produktivität zurückholen. Hier mal ein paar Daten dazu. Seit 2014 hatte Bitcoin einen jährlichen Kaufkraftzuwachs von ca. 60%. Monatliche Bitcoin-Sparpläne über mindestens 4 Jahre waren immer im Plus. Außerdem wird es nur maximal 21 Millionen Bitcoin geben. Davon ist ein Großteil bereits heute verfügbar. Und die Inflation wird perfekt prognostizierbar immer geringer. Auch für Länder und Firmen lohnt sich Bitcoin, du bist also nicht alleine. El Salvador und MicroStrategy sitzen schon auf massiven Gewinnen. Bitcoin ist außerdem ein Inhabervermögenswert. Du kannst ihn selbst halten und hast kein Gegenparteirisiko. Er kann dir nur sehr schwer zensiert, konfisziert oder enteignet werden. Damit bietet Bitcoin auch einen Schutz vor totalitärer Kontrolle. Du bist außerdem nicht auf einen Zahlungsabwickler angewiesen. Bitcoin kannst du direkt Peer-to-Peer gegen eine Leistung eintauschen. Zusätzlich ist Bitcoin ähnlich wie Gold weltweit gültig, auch wenn die Adoption noch nicht so hoch ist. Und nicht zu vergessen, auch Mikrozahlungen und praktisch sofortige finale Abrechnung sind möglich. Wenn wir jetzt diese Werte als Basis nehmen und annehmen, wir können unser gesamtes echtes Netto sparen, dann hätten wir im Schnitt nach 2,16 Jahren den Nominalwert unseres echten Brutto zurück. Wichtig ist natürlich, das ist keine Anlageberatung, sondern lediglich ein Rechenbeispiel. Wir wissen nicht, was in Zukunft kommt. Und jeder muss seine eigene Recherche machen. Eine Bilanz, die ich allerdings für mich festhalten kann, ist, Bitcoin ist der Ausweg aus dem Hamsterrad. Und für alle, die so lange zugeschaut haben, habe ich noch einen mindblowing Fakt. Wir haben hier 3 Leute, die gleich verdienen. Person A arbeitet 20 Tage, also einen Monat, und bekommt ihr Gehalt. Davon kann sie sich noch 7 Tage Arbeit von Person B leisten. Der wiederum kann sich davon nur noch 2,5 Tage Arbeit von Person C leisten. 3 Menschen haben für dieses Geld insgesamt 29,5 Tage gearbeitet. Dennoch sind nach diesen 3 Transaktionen 95,5% des Geldes aus diesem Kreislauf verschwunden. Versteht ihr, was ich damit zeigen will? Man kann heute gleichwertige Arbeit nicht mehr tauschen. Es wird ein riesiger Teil davon abgesaugt. Und auch wenn wir uns gesellschaftlich entscheiden, dass 3 Jobs gleich viel wert sind, also die gleiche Bezahlung bekommen, entsteht ein enormer Verlust, wenn wir versuchen, diese Arbeit untereinander auszutauschen. Steuern machen unseren Arbeitswert untauschbar. Und dazu kommt noch, dass Steuern in Fiat-Geld eigentlich gar keinen Sinn machen. Man könnte jeden finanziellen Bedarf einfach drucken. Alles, was Steuern erreichen, ist, dass sie die Produktivität steuern und alle verarmen. Außer natürlich Politiker. Für mich persönlich und vielleicht auch für euch ist Bitcoin der Ausweg. Erst durch Bitcoin könnten, nicht müssen, Steuern überhaupt Sinn bekommen. Denn dann ist Gelddrucken keine Option mehr. Politiker müssen sich die Steuern verdienen. Was auf der einen Seite die Achtsamkeit stärkt und auf der anderen Seite die Souveränität des Einzelnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, gehe ich mal davon aus. Lasst dem Video gerne einen Like da und abonniert den Kanal. Und falls ihr wollt, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Wärt ihr in einem Bitcoin-Standard bereit, Steuern zu zahlen? Oder sagt ihr grundsätzlich, alle Steuern sind erlaubt, egal in welchem System? Eure Meinung würde mich interessieren. Und natürlich könnt ihr wie immer alle Folien unter bitsofknowledge.de und Gumroad runterladen. Ansonsten war es das mit dem Video. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.